Die Einsatzkräfte der Feuerwehr eilen einer jungen Frau zu Hilfe, die nicht in die Wohnung ihres Freundes kommt. Lisa ist beunruhigt, dass Paul nicht öffnet, denn aus dem Haus dringen merkwürdige Geräusche. Guten Tag, die Feuerwehr. Ja, Lisa Fischer, ich hatte Sie angerufen. Sie hat angerufen, genau. Okay. Sie heißen Fischer, hier Lisa wohnt aber Gulach, ne? Ja, genau, das ist mein Freund, wir waren verabredet. Ich habe mehrmals schon ihn auf dem Handy versucht anzurufen und auch geklingelt, aber er macht nicht auf, hier ist alles zu. Und ich habe schon Geräusche von innen gehört, also irgendwas ist, glaube ich, passiert. Sind Sie mal ums Haus rumgegangen? Ja, es ist alles zu, es ist nichts. Okay. Paul und ich sind erst seit 3 Monaten zusammen, aber er hat mich wirklich noch nie versetzt. Und ich hatte einfach ein unheimlich komisches Gefühl, dass ihm irgendwas passiert ist, weil die Tür war zu, die Rollläden runter, ich habe ihn 1000 Mal versucht anzurufen, er ist einfach nicht rangegangen. Du hörst hier, ich gehe mal noch rum, ich erkunde mal außen rum. Wie heißt Ihr Freund? Paul. Paul, weiter? Gulach. Herr Gulach? Die Klingel funktioniert. Herr Gulach, hier ist die Feuerwehr! Ich höre da einen Stöhn. Ja, ich kann hier auch was hören. Ja, ja. Ich höre euch einen Stöhn. Okay, also dann haben wir einen Grund. Dann ist Gefahrenverzug. Dann machen wir die Türe jetzt auf. Ja, und dann probieren wir mal. Sie bleiben einmal hinter uns. Bleiben bitte hier, ja? Ja. Jetzt. Auf Streife, die Spezialisten. Ja, jetzt habe ich es, Freunde. Ziehen die Falle runter. Und jetzt? Nachdem mein Kollege und ich natürlich diese Töne gehört hatten, dieses Gestöhne, war natürlich klar, hier war ein Mensch in einer Notsituation. Hier musste jetzt auch sofort gehandelt werden. Somit hatten wir hier Gefahr im Verzug und wir mussten dann natürlich auch sofort die Türe öffnen. Bleiben Sie, wir gehen mal eben einmal schauen, ja? Die Spezialisten liegen richtig. Lisas Freund Paul braucht tatsächlich dringend Hilfe. Das laute Stöhnen kommt aus dem Wohnzimmer, wo sich Joachim Peters ein schockierender Anblick bietet. Hey, komm her! Komm her! Hallo? Ist die Feuerwehr? Können Sie mich hören? Schauen Sie mich mal an! Ach du Schande, was? Der Mann ist so malent. Guck dir doch die Augen an. Ich hol sie rein. Okay, hol sie mal eben rein. Die Situation stellte sich natürlich als überaus peinlich dar und prekär. Und für uns war es natürlich jetzt auch in dem Moment schon relativ schwierig, uns mal darüber auch im Klaren zu sein, wie wir der jungen Dame, die jetzt draußen an der Haustüre wartete, diese Situation jetzt beschrieben. Aber nichtsdestotrotz musste ja auch der junge Mann aus seiner Situation befreit werden. Und wir erhofften uns natürlich dann auch durch das Hinzuziehen der Freundin zumindest weitergehende Informationen. Paul? Wie Sie sehen, wir haben ihn hier so vorgefunden. Was ist das denn? Gefesselt gewesen. Das kann doch nicht wahr sein. Was soll das denn? Können Sie uns dazu was sagen? Nein, natürlich nicht. Wie soll ich Ihnen dazu was sagen? Ich bin doch auch gerade erst reingekommen. Ja, Frau Fischer, bei aller Liebe, aber wenn man jetzt in so einen Raum reinkommt, da liegt jemand gefesselt. Hier liegen alle möglichen Spielsachen rum. Ja, also was soll man da hiervon denken? Als ich Paul eben da so gesehen habe, ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Ich war total sprachlos. Ich habe gedacht, das kann er nicht selber gewesen sein. Er kann sich niemals so in Ketten gelegt haben. Und eigentlich steht er auch gar nicht auf sowas. Ich stehe definitiv nicht auf solche Spielchen, aber seine Ex-Freundin. Also, keine Ahnung, vielleicht hat die damit irgendwas zu tun. Okay, also, ich würde sagen, füll mal eben seinen Puls. Füll mal eben nach, wie jetzt der Puls ist. Und dann würde ich sagen, dann lassen wir auf jeden Fall... Wir müssen gleich mal die Ketten lösen. Ja. Paul, kannst du mir das mal erklären? Was soll denn das? Der Puls, der ist gleichmäßig, ein bisschen schnell. Okay, aber guck mal seine Augen an. Wir haben uns natürlich auch den jungen Mann erstmal genau angesehen. Aufgrund der Ausbildung als Rettungssanitäter können wir das natürlich auch zunächst mal machen. Das heißt, wir verschaffen uns zunächst erstmal einen groben Überblick über den Gesundheitszustand, der sich uns darstellt. Und mussten dann natürlich auch bei der Anlegung der Halsbänder davon ausgehen, dass er vielleicht dort auch gewisse Druckmarken gehabt hat oder vielleicht sogar Atemnot gehabt hat. Ich rufe den Rettungsdienst. Genau, ich mach die Kette erstmal los und dann können wir ihn besser untersuchen. Leitstelle Köln von 1, ELW1 kommen. Paul kann sich unmöglich selbst gefesselt haben. Lisas Vermutung, dass seine Ex-Freundin Sabrina etwas damit zu tun haben könnte, ist daher nicht ganz unbegründet. Da Paul erst vor kurzem mit der Tätowiererin Schluss gemacht hat, fragt sich Lisa, ob sie sich mit der Aktion an ihm rächen wollte. Inzwischen ist auch das Rettungsteam vor Ort eingetroffen. Wir haben einen jungen Mann gefunden. Was ich feststellen konnte, ich habe einen Bodycheck gemacht. Der war gefesselt. Bodycheck für mich unauffällig. Ja. Der Puls ist regelmäßig, aber ein bisschen schneller als normal. Er ist somnolent, er reagiert nicht so wirklich auf uns. Mhm. Was passiert? Wie heißt der? Paul Gulach. Herr Gulach, schauen Sie mich mal an, wir sind vom Rettungsdienst hier. Da der 26-Jährige aufgrund der Atemnot noch immer nicht ansprechbar ist, können die Einsatzkräfte nur spekulieren, was vorgefallen ist.
Möglicherweise hat Paul sich auch freiwillig auf Fesselspiele eingelassen und vor lauter Ekstase keine Luft mehr bekommen. Für Lisa Grund genug, alles in Frage zu stellen. Können Sie mir denn noch irgendwas sagen über ihn? Also ja, Vorerkrankungen, ob er regelmäßig irgendwas einnimmt, Medikamente? Nein, gar nichts. Also soweit ich darüber informiert bin, ist er kerngesund, er nimmt nichts ein. Wir sind jetzt auch erst 3 Monate zusammen. Ich habe keine Ahnung davon, aber in meiner Anwesenheit hat er nie Tabletten nehmen müssen oder sonst irgendwas. Okay. Ich muss jetzt auch mal nach Drogen fragen. Aber Drogen nimmt er eigentlich auch keine. Aber ich meine, nach dem, was wir jetzt hier vorgefunden haben, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich ihn wirklich kenne. Mhm. Ihr habt ihn jetzt mit den Ketten hier auch vorgefunden? Also er lag gefesselt mit den Ketten so auf der Couch. War nicht ansprechbar, ne, verdrehte also ständig die Augen, bewegte sich zwar. Ne, und wie der Kollege schon gesagt hat, also der Puls war etwas beschleunigt, aber mehr konnten wir jetzt auch nicht feststellen. Mich hat jetzt ein bisschen gewundert, dass er so gar nicht ansprechbar war. Sah natürlich hier aus nach einem Sexspiel zwischen den beiden Partnern. Komisch war nur, dass die Freundin überhaupt nichts davon zu wissen schien. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, spielen die uns hier einen vor? Und dann hörten wir ein Geräusch. Ich bin wirklich sprachlos. Ich verstehe das einfach nicht. Wirklich nicht. Moment mal. Habt ihr das auch gerade gehört? Ich habe auch ein Geräusch gehört. Da war ein Geräusch gerade aus dem Keller. Ihr braucht uns ja hier jetzt nicht. Wir gehen noch mal im Haus gucken. Nicht, dass doch noch jemand. Vielleicht ist doch noch jemand da. Ja, ich sag doch, es ist jemand im Haus. Soll ich Ihnen das zeigen? Nee, bleiben Sie hier. Wir gehen alleine. Na, wir können auf Sie jetzt nicht noch aufpassen. Wir gehen alleine schauen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wollen den ominösen Geräuschen sofort auf den Grund gehen. Denn allem Anschein nach könnte sich jemand im Keller versteckt halten. Ah, hallo, wer nochmal denn hier? Guten Tag, die Feuerwehr. Ja, wer sind Sie denn? Ich bin in Uniform. Was machen Sie hier drin? Wer sind Sie denn? Ich bin die Freundin von Paul. Was sind die Freundin? Denn machen Sie hier drin? Weil wir haben die Freundin von Paul, haben wir oben. Nee, ganz bestimmt nicht. Das schaue ich mir an. Bleiben Sie mal bitte hier bei uns. Bitte, ich bin die Freundin. Sie sind die Freundin? Ich? Okay. Bin die Freundin? Okay, das haben wir jetzt ganz anders gehört. Warum haben Sie denn auf unser Klingeln nicht reagiert? Wir haben geklingelt, geklopft eben. Okay. Wenn man jemanden sucht in einem solchen Gebäude, dann ist man ja auf alles Mögliche gefasst. Man denkt vielleicht hat sich irgendwo einer versteckt in der Besenkammer, vielleicht ist einer irgendwo in den Schrank oder sonst irgendwo in einer Ecke, aber zumindest halt, dass er doch sich defensiver verhält. Aber hier war ganz genau das Gegenteil der Fall. Wir trafen auf eine junge Frau, die an einem Waschbecken stand, in knapper Unterwäsche bekleidet und eigentlich ganz offensiv uns empfing, als wäre das Normalste von der Welt. So, kommen Sie mal einmal durch. Was machst du denn hier? Das ist Pauls Ex. Ganz ehrlich, was soll das? Ich bin nicht seine Ex. Ja, natürlich. Ich bin nicht seine Ex. Ich sag's dir nochmal. Du hast es anscheinend immer noch nicht verstanden. Du bist bloß eine Phase. Es tut mir leid. Und mir tut's echt leid, dass du es immer noch nicht begriffen hast. Sorry, aber ich und Paul waren nie auseinander. Was bildest du dir eigentlich ein? Ganz ehrlich, er steht überhaupt nicht auf solche Spielchen. Das sagst du. Du siehst, dass er da liegt. Und er hatte anscheinend Spaß daran. Ich kann ihn ja schlecht gezwungen haben. Junge Frau, da habe ich jetzt aber gerade mal noch eine Frage, weil darum geht's mir gerade. Also das war schon freiwillig, weil er ist ja jetzt momentan nicht so gut ansprechbar. Und ich habe ja hier so ein bisschen Zweifel, weil wir haben Sie ja auch jetzt gar nicht gesehen, als wir reingekommen sind. Sie sagen, das war alles freiwillig. Ja, natürlich war das freiwillig. Können Sie mir denn sagen, ob Sie irgendwas konsumiert haben oder er was genommen hat? Nein, natürlich nicht. Wir haben halt ein bisschen Spaß gehabt. Er steht auf Fesseln, ich genauso. Er steht nicht auf Fesseln. Was denkst du dir denn? Ganz ehrlich. Vielleicht macht er es nicht mit dir, weil du nicht der Typ dafür bist, du ihn nicht reizt oder keine Ahnung was. So, jetzt ist aber mal gut. Also, das ist für uns auch ganz interessant, vielleicht sogar für uns ein bisschen komisch, hilft aber hier keinem weiter, dem Paul auch erst recht nicht. Wir möchten jetzt gerne wissen, wer ist hier die Freundin, die richtige Freundin, nicht die Spielfreundin. Das muss jetzt mal hier aufgeklärt werden. Zeig mir mal, wer die richtige Freundin ist. Genau. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Ich sehe da jetzt den Paul. Genau. Wer in Ketten liegt. Zeig doch mal. Du willst sehen? Ja. Da. Sieht es erzwungen aus? Und mit dem Foto willst du mich jetzt beeindrucken? Sieht es erzwungen aus? Das ist doch schon total alt. Siehst du noch? Guck mal auf seinem Arm, der hat da noch nicht mal sein Tattoo. Das ist nicht neu. Aber der hat ein Tattoo. Ja. Ja. Auf dem Bild hat er kein Tattoo. Stimmt also nicht. Ja, eine Nachricht von heute. Warum zur Hölle sollte ich mir sowas ausdenken?
Ich sag's dir nochmal, du warst und bist eine Phase. Als sie mir das Foto gezeigt hat, wusste ich sofort, dass das nur ein billiger Trick von ihr war. Aber bei der Nachricht, die war brandaktuell. Da habe ich echt gedacht, ob Paul mich jetzt wirklich betrogen hat. Junger Mann, machen Sie mal die Augen auf. Können Hallo? Sie mich angucken? Mhm. Ja, der wird klarer, ne? Paul? Ja. Hallo? Paul, mhm. Kannst du mir mal erklären, was das hier ist, bitte? Was soll das? Ich verstehe das Moment alles nicht. Moment mal gerade, Schatz, kommen Sie auch mal gerade ran. Dann können wir das nämlich direkt mal klären. Wer von diesen beiden ist denn Ihr Schatz? Weil die hegen beide hier den Anspruch. Kommen Sie einmal ran, dass er Sie sieht. Das ist meine Freundin. Lisa ist aber Sie jetzt. Sie behauptet aber auch, dass sie Ihre Freundin ist. Weil schauen Sie mal an, wie, in welchem Outfit die hier ist. Die hat behauptet, Sie haben sich hier zu einem netten Beisammensein getroffen. Wissen Sie, das Ding ist, dass nämlich, ich habe jetzt Ihren Namen nicht, die leicht bekleidete Dame hat uns... Das ist meine Ex-Freundin, ja. Das ist Ihre Ex-Freundin, also die kennen Sie schon. Genau, weil die hat nämlich gerade uns eine SMS oder was, oder hier der Lisa eine SMS gezeigt. Genau, ihr wolltet und ein Foto. Ja, sie hatte noch ein Foto von mir, ja. Damit hat sie mich erpresst. Deswegen, mit dem Foto hat sie deswegen jetzt haben wir uns noch getroffen, ja. Im Café, wir wollten noch einen Kaffee trinken. Und aus Erpressen wurde dann das, was wir jetzt gemacht haben, oder was? Wem willst du denn können Sie sich dann daran erinnern, was Sie gemacht haben? Nee. Was ist denn ein ich weiß kaum noch was. Mir wurde ganz schwummrig im Café. Also nachdem Sie den Kaffee getrunken haben, wurde den... Ach so, und dann können Sie sich aber an nichts mehr erinnern. Nee, gar nicht mehr. Das ist ein bisschen suspekt jetzt die ganze Geschichte, ne? Mhm. Also bitte erzähl doch einfach, dass wir uns getroffen haben, du wieder spielen wolltest, wir zu dir gefahren sind und im Endeffekt gespielt haben. Wollte er nicht, das denkst du dir alles nur aus, ganz ehrlich. Bitte, wie soll ich ihn denn dazu gezwungen haben? Ja, was weiß ich, was du dir für Spielchen siehst du, was aussehen? Weiß ich, wie hätte ich ihn zwingen sollen? Erzähl's doch einfach, Paul, erzähl ihr doch einfach, dass sie eine Phase war. Nee. Dass ich deine Freundin bin und nicht sie. Was erzählt sie denn da? Wir wollten nur ein Käffchen trinken. Ey, bitte, das muss ich doch nicht mit mir machen lassen. Also er hört sich vor uns jetzt sehr suspekt an. Ja. Sie waren Kaffee trinken mit ihm, wollten ihn, er haben ihn mit einem Foto erpresst und ihm ist dann schwummrig geworden. Nein, sorry, was haben Sie denn jetzt das vor? Das muss ich nicht mit mir machen lassen. Kannst du sie mal festhalten? Nein, sie stopp, da stopp, stopp, jetzt, stopp, bitte. Stopp. So, kann was haben Sie jetzt? Mich bitte nein, loslassen? Nein, kann ich nicht. Will ich nicht, kann ich nicht. Was haben Sie gerade geholt? Meine Autoschlüssel. Den hätte ich gerne mal gesehen. Nein. Bitte? Nein. Ich habe nichts klimpern gehört. Ich möchte jetzt den Schlüssel nein. Sehen. Jetzt. Fast Date Benzo. Guck dir das mal an. Haben Sie ihm das gegeben? Weil genau das würde jetzt seinen Zustand erklären, auch seine Amnesie, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Ja, komplett? Kann. Ja, den kompletten Zustand. Ich sag gar nichts mehr. Hören Sie mal, das sind hier schwerwiegende Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen. Ich glaube, das muss die Polizei klären. Weil ganz ehrlich hier, ja, ist auch bekannt als K.O.-Tropfen. Ja? Also das heißt, es wird den Leuten untergemischt, die können sich an nichts mehr erinnern, machen alles mit und das ist natürlich nicht erlaubt. Ich würde sagen, Frau Doktor, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben jetzt an der Stelle lang genug mit allen diskutiert. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Polizei noch dazu rufen, denn wir haben hier auf jeden Fall eine Freiheitsberaubung vorliegen und gegebenenfalls, wie wir es erkannt haben, einen Betäubungsmittelmissbrauch. Die Ex-Freundin unseres Patienten hat sich wohl mit der Trennung nicht richtig abfinden können und wollte unseren Patienten durch ein Foto erpressen, dass er mit ihr wieder zusammen ist. Das wollte er natürlich so nicht haben und wollte sie davon abbringen und deswegen haben sie sich auf einen Kaffee getroffen. Was er aber nicht wusste, war, dass sie ihm K.O.-Tropfen in den Kaffee gegeben hat und sie zu Hause dann hier ihren Neigungen nachgehen wollte. Dabei ist sie dann überrascht worden von der aktuellen Freundin, die nämlich hier geklingelt hat und hat sich dann versteckt und hat den Dingen Lauf gelassen. Pass auf, ihr kümmert euch jetzt am besten um den Paul. Du rufst die Polizei jetzt nach, dass sie hier kommt. Die können sich um die ganzen anderen Sachen kümmern. Ja. Also wir nehmen das jetzt mit ins Krankenhaus. Du musst auf, dass sie jetzt nicht wegläuft. Ja, da kannst du verwenden. Dank des Eingreifens der Rettungskräfte hat Paul die hinterhältige Aktion seiner Ex-Freundin ohne weitere Schäden überstanden. Er wurde in der Klinik mit einem Gegenmittel behandelt und war schnell wieder bei vollem Bewusstsein. Sabrina muss sich vor Gericht wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung verantworten. Paul und Lisa sind weiterhin glücklich miteinander, auch ohne Fesselspielchen.